Welcome. Willkommen. Did you have anything that you wanted to speak about, or your feet just brought you up here without a reason? Gab's da was, über das du gern sprechen möchtest, oder haben dich deine Füße ohne Begründung hierher gebracht? Both. Okay. Beides. I have a lot to talk about. Ich habe jede Menge zu berichten, zu sprechen. Yeah. And it just happened. Yes. Und auch nicht. I had memories of a few years ago in Van Woude. Ich habe da Erinnerungen von Van Woude einige Jahre zuvor. Then I was so in need of being on the chair the first. Damals war ich so sehr bedürftig, der Erste zu sein, der in dem Stuhl sitzt. And I took my foot at 6 and had foot on the chair. Ich habe um 6 Uhr schon mein gegessen. Ah ja, und Essen mitgenommen. Ich habe das Essen mitgenommen auf den Stuhl. Wow. So I was sitting here 6:05. Also kurz nach 6 habe ich da mit dem Essen schon auf dem Stuhl gesessen. And in a way that brought me here. Yes. Und auf eine Art und Weise hat mich das genau hierher gebracht. It feels a bit dangerous to say bullshit. You have changed so much since I saw you last time. Du hast dich so verändert, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Really, and the words that come is you're much more in the middle. Das Schlimmste, was jetzt kommt an Formulierung, ist, du bist sehr viel mehr in deiner Mitte. Me too, but I. Yeah, yeah. Ich auch. I can resonate. Da kann ich mitgehen. Yeah. And all the things that I wanted to talk about is comes together with what happened just before. Eine der Sachen, über die ich sprechen wollte, und das geht einher mit dem, was vorher war. When I put it in words, what happens when I go from here till here? Wenn ich das in Worte fasse, was vorgeht, wenn ich von hier nach hier gehe? It's like it's a flip from it's a flip from the attack mode to dann ist das being here. Ist das ein Wechsel von welchem Modus? Attack. Ah, vom Angriffsmodus hin zum Sein. And being here is not new. Und hier sein ist nicht neu. It's even as if a lot of my action comes from here but goes through the mind.
Es ist so, als wenn viel von meiner Hand, from the heart through the mind. Yeah. Kannst du das Mikro, could you pull the mic a little bit closer, please? I have some difficulties. Yeah. Thanks. And that's a beautiful description. Also die Aktion kommt aus dem Körper über den Verstand und dann raus. Yeah. From the heart. From the heart through the mind. Über das Herz. Through the mind. Yeah. Über den Verstand. Durch den Verstand. The mind is always confusing. And in a way that I want to share, though I'm already for years kind of caught in some family secret story. Seit Jahren schon, seit langen Jahren bin ich auf eine gewisse Art verwickelt in Familienangelegenheiten. Geheimnisse. Ja. And since 3 years ago something happened that made me decide that I was going to do something. Und vor 3 Jahren ist dann was vorgefallen, was mich zu der Entscheidung gebracht hat, dass ich jetzt was unternehmen werde. And I was blackmailed with the welfare of my mother, so I didn't do something till she died, and that happened. Sorry. Ich wurde erpresst mit was wovon? Womit? Mit deiner Mutter? With the welfare with of being responsible for him, for him, his mother's well-being. Well-being, yeah. Ah ja. Also dann. Dafür verantwortlich zu sein, dass es meiner Mutter gut geht. Man. Perfect. Yeah. Yeah, try to translate this mind. Yeah. Trying to translate this mind. What can we do? zu versuchen, diesen Verstand zu übersetzen. So far, so good. So weit, so sehr gut. And I try to make short statements. Ich versuche kurze Statements mal zu machen. 2 years ago I spoke to Isaac and he said, you have to bring it back to one question. Vor 2 Jahren habe ich also mit Isaac gesprochen und er hat gesagt, bringe es auf eine Frage. One question that I could ask my family that would put things in moving, in put things in, yeah. This. Eine Frage, die ich also an meine Familie richten könnte und die dann die ganze Geschichte in Bewegung setzen würde oder bringen würde. Mm. And two weeks ago, do I have kind of a 40 pages letter concept. Und vor zwei Wochen dann, obwohl ich ja ein 40-seitiges Konzeptpapier habe. And suddenly it was brought back to two or three sentences. Beautiful. Hat sich das Ganze plötzlich verkürzt auf 2 oder 3 Sätze. And from that moment and from that moment and since I'm here, the whole thing starts anew, falling in other. Und von diesem Moment an und seitdem ich hier bin, fällt wirklich die ganze Geschichte in einen anderen Kontext hinein. Hm. Beautiful. And in a way, schön. That's this movement. Hm. Und auf eine Art ist es eben diese Bewegung. Ja. Ah. Sorry.
Yeah. Does it feel comfortable to share the three sentences? Würde sich das angenehm anfühlen, diese drei Sätze mit uns zu teilen? Yes. Okay. Jawohl. These secrets never have felt okay for me. Diese Geheimnisse haben sich für mich nie in Ordnung angefühlt. And I have myself allowed to be blackmailed with the well-being of my mom. Und ich habe mir selbst erlaubt, erpresst zu werden mit diesem unterhaltspflichtig sein für meine Mutter. Okay, stop there. Jetzt halt mal an. So, let's see if we can make that a little bit more clear. Yeah? Lass uns jetzt schauen, ob wir das ein klein wenig klarer bekommen. Because blackmail really is a negotiation, yeah? Denn Erpressung ist a negotiation, a business arrangement, a Verhandlungssache. Yeah. No one can blackmail you if you don't want anything from them. Keiner kann dich erpressen, wenn du nicht das etwas willst von dem anderen. I did it. Deshalb habe ich gesagt, ich selbst habe das zugelassen. So, just feedback. Mm-hmm. Jetzt Feedback. Even if I say I allowed myself to be blackmailed. Selbst wenn ich sage, ich habe es zugelassen, dass ich erpresst wurde. It makes it a little difficult for people to hear it because it sounds like they did some blackmail is not such a pretty thing, yeah. There is the suggestion. Macht das für Leute Schwierigkeiten, denn es klingt so, als wäre Erpressung ja keine schöne Sache. So, a more friendly way to say it. Eine eher freundliche Art, das zu sagen, wäre. I wanted to fit in. Ich wollte da zugehören. So I went along with something that I knew wasn't true for me. Deshalb bin ich mit etwas mitgegangen, obwohl ich wusste, dass das für mich nicht stimmig war. That it would be detrimental to my mom. Say again, please. That it would be bad for my mom, detrimental Und to my ich mom. Wusste auch, dass es für meine Mutter schlecht sein würde. Yeah. It was my loyalty. Yes. Ja, das war meine Art von Loyalität. Yeah. Good. So and then it goes on with, and now my mom has passed away. I want to ask you the same question. Does it feel right for you? Und jetzt, wo meine Mutter verstorben ist, möchte ich dieselben Fragen nochmal stellen. Does it feel right for you? Fühlt es sich für dich in Ordnung an? Yeah. And that all it comes from here. It's something. Es kommt vom Herzen. I read Christina this concept and every paragraph brought tears. It's amazing. Ich habe Christinas Konzept gelesen und jeder Paragraph hat Tränen in mir hervorgebracht. Yeah. Erstaunlich. It's coming from the heart. It's pure love and it es kommt sounds vom Herzen, terrible. Es ist reine Liebe und es klingt aber my furchtbar. Yeah. Meine Geschichte. Yeah. And so that was the challenge to get this out of it. Yeah. Also das war die Herausforderung, dieses da herauszubekommen. And it's happening. Yes, und es geht vor sich. Ja, das ist schön. So it just becomes an invitation, yeah? So wird es einfach zu einer Einladung. Yeah. And a question without making anyone wrong. Und es geht nicht darum, jemanden falsch zu machen, zu beschuldigen. Does it feel right to you? Die Frage, fühlt es sich für dich richtig an, stimmig? And as long as there's space for them to say yes or no. Und solange für das Gegenüber Raum ist, ja oder nein zu sagen, then they can see for themselves. Dann können die für sich selber nachschauen. Yeah. But that's the point. As long as I look from here. Yeah. Aber das ist der Punkt, solange ich vom Kopf aus schaue, is not acceptable. Yeah. Ist es eben nicht akzeptabel. Yeah. Yeah.
from here. Yeah, what can you do? Und vom Herzen, yeah, was kannst du tun? Yeah, beautiful. Schön. Yeah. Even collapsing becomes a joy. Yes. Ganz schön. Und selbst zusammenbrechen wird zur Freude. Yeah.